ihr Lieben und herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner April 2016 Neuzugänge. Ich habe in diesem Video nochmal 25 Bücher für euch, nachdem ich euch ja schon 24 gezeigt hatte. Wir reden nicht drüber. Ich habe es ein bisschen übertrieben. Dank eBay und Medimops und Rebuy. Naja, wenigstens war es nicht so teuer, ne? Ja, auf jeden Fall legen wir jetzt los mit dem ersten Buch und das ist Totenbraut von Nina Blason. Ich glaube, ihr könnt den Namen langsam nicht mehr hören. Ich habe das Hardcover, das große Hardcover unbedingt gewollt, weil es schimmert. Guckt euch das mal an, es ist metallisch. Und ja, irgendwie habe ich ja eh so ein Nina Blason Regal und das sind alles Hardcover, deswegen dachte ich, ich hole mir dann doch das große noch, weil das ist so schön und ja. Es soll so gut sein und es ist von Nina und was soll ich dazu noch groß sagen? Ich wollte es haben. Punkt. Ich besitze ja noch eine Mini-Hardcover-Ausgabe von Totenbraut. Die verkaufe ich übrigens. Schaut einfach mal bei dem Unhaul, der bald kommen wird, rein und falls jemand Interesse hat, darf er sich gerne melden. Als nächstes kommt das Buch, das ich gerade lese und das ist ein Rezi-Exemplar, Gott sei Dank, ich wollte es unbedingt haben. Und zwar rede ich von Unsterblich Band 1, Tor der Dämmerung von Julie Kagawa. Ja, das ist eine Vampir-Dystopie und ich dachte eigentlich, da es eine Trilogie ist und man kann ja schon erraten hier Unsterblich, ne, dass sie zum Vampir wird, weil es geht nämlich um Menschen, dass der erste Band davon handelt, also wie sie gerade lebt, wie sie rebelliert und wie sie zum Vampir wird, vielleicht sogar den ersten Menschen tötet oder so. Ich dachte, das wäre der komplette Inhalt der 600 Seiten. Fakt ist aber, das ist der vermeintliche Teil des das passiert irgendwie schon auf den ersten 100 Seiten. Alles, was ich erwartet hatte für die 600. Und ich habe keine Ahnung, was jetzt noch kommen soll. Ich bin total überrascht, dass es so schnell zu den ganzen Ereignissen kommt, so schnell vorangeht, so spannend ist. Und ich frage mich wirklich, was mich jetzt noch erwartet. Also es klingt super. Das einzige Problem ist, also Band 2 ist schon draußen, das heißt, man könnte weiterlesen. Nur Band 3... kommt im Februar 2017. Ich könnte weinen. Wir haben gerade Mai. Ich kann doch nicht fast ein Jahr warten. Hallo. Februar. Kann da nicht irgendwie, weiß nicht, August stehen oder so? Das geht ja noch. Aber nein, Februar. Erschießt mich doch jemand. Ja, traurig aber wahr. Wenigstens kann ich Talon so lange noch weiterlesen. Weil Talon kommt nämlich an Halloween Band 3. Ja. Jedenfalls kann ich sehr empfehlen, wer auf Vampire und Dystopien steht. Bitteschön. An den nächsten vier Büchern ist eine einzige Person schuld, die diese Reihe so oft in die Kamera gehalten und so oft gelobt hat, dass ich sie mir dann günstig auf eBay geholt habe. Und zwar für den halben Preis für jeweils 6 Euro statt 13 Euro und das inklusive Versand. Und zwar die Person, die schuld ist, ist Jessie. Und wenn ich euch jetzt noch sage, das ist eine Quadrologie über Vampire ist, dann wird jetzt vermutlich jeder, der Melody of Books kennt, wissen, worum es geht. So, 3 Sekunden hattet ihr Zeit. Huch, jetzt fliegen mir die Bücher runter. Richtig. Es geht um Amanda Hookings Vampir-Serie. Und zwar unter dem Vampirmond. Band 1, Versuchung. Das ist die blaue, also der blaue Band. Dann der zweite ist lila. Verführung. Da ist sogar der Zettel noch drauf. Ihr seht, 6 statt 13 Euro sind Mängelexemplare ohne Menge. Sehr gut. Band 3, Verlangen. Das ist der grüne. Neu kosten die ja doch tatsächlich 13 Euro. Hinten ist jetzt noch ein Preisschild drauf. Ha. Und Band 4, Schicksal ist der pinke. Ich weiß nur, dass es um ein Menschenmädchen und zwei Vampire geht, so ein bisschen Richtung Vampire Diaries, Dreiecksbeziehung, mehr weiß ich nicht. Aber da ich Vampire Diaries ja liebe, kann es eigentlich nur gut werden. Und da sogar Jessie das mochte, obwohl sie ja jetzt nicht so der Vampir-Fan ist, verspreche ich mir da eigentlich ziemlich viel von. Dann geht's weiter mit Vampiren und zwar der 9. Teil der Vampire Kisses Reihe von Alan Schreiber, Immortal Hearts.
habe ich auf Amazon entdeckt, beziehungsweise es wurde mir vorgeschlagen, dass ich mir das anschauen sollte. Und ich dachte so, was? Es gibt einen neunten Teil, den ich noch nicht besitze. Ja, damit. Und dann habe ich mir den neunten Teil geholt und es ist jetzt wohl auch wirklich endlich der Abschlussband, Gott sei Dank. Ist in Englisch, weswegen ich das Ganze noch nicht angefangen habe, aber Vampire Kisses von Ellen Schreiber wurde auch in Deutschland als Manga rausgebracht. Es sind 3+1 Teile und ich liebe es. Es ist mein absoluter Lieblingsmanga von allen. Und ich wollte dann halt unbedingt das Original noch lesen und deswegen habe ich mir jetzt halt Band 9 als Abschluss geholt. Wir müssen nicht drüber reden. Als nächstes nochmal von Amanda Hooking ein zweiter Band von 4 und zwar Water Song Wiegenlied. Im Moment gibt es ja 3 Bände von Water Song und es soll irgendwann der 4. noch übersetzt werden. Ich habe CBT auch mal gefragt. Es steht noch kein Termin fest, also frühestens 2017 wird es übersetzt. Es wird auch definitiv übersetzt, aber es könnte auch 2018 werden oder 2019. Auf jeden Fall nicht 2016, so viel ist sicher. Deswegen lasse ich mir damit noch Zeit. Da es um Meerjungfrauen geht, werde ich vielleicht, weiß nicht, im Sommer 2017 mal damit anfangen, es zu lesen, in der Hoffnung, dass es dann irgendwann im Laufe des Jahres dann rauskommt, damit ich fertig lesen kann. Ja, deswegen mal gucken. Auf jeden Fall habe ich jetzt Water Song gebraucht geholt, weil es das gerade in sehr gutem Zustand gab und jetzt fehlt mir halt noch Band 3. Ich würde es mir aber auch nicht kaufen, wenn ich wüsste, wenn Band 4 nicht definitiv noch irgendwann kommt. Deswegen, Aber da ja Amanda Hooking eh so gut sein soll, oder Hocking, das hat ja nur ein O, wegen den Vampiren, deswegen dachte ich, warum nicht, ich mag Nixon und sie sollen einen guten Schreibstil haben, also her damit. Dann habe ich mir von Holly Black noch ein Buch geholt, von dem ich eigentlich dachte, es wäre ein Einzelband, was sich als falsch herausgestellt hat, denn es ist eine Trilogie und es ist ein Thriller und kein Fantasy-Roman, was ich dachte. Und zwar ist das Weißer Fluch. Das Buch sah so schön aus. Wie gesagt, ich dachte, es wäre eigentlich ein Einzelband. Von wegen. Eine Trilogie, von denen Band 2 und 3 nur als Taschenbuch erschienen sind und die ziemlich hässlich sind. Und ja, aber andererseits ist es ja ein Thriller. Also ich weiß nicht, ob mir das gefallen wird, weil ich ja eigentlich keine Thriller-Leserin bin. Wenn es mir gefällt, kann ich mir ja Band 2 und 3 immer noch zulegen und das einfach davor stellen oder so, weil das ist wirklich ein hübsches Cover. Also diese weiße Motte auf diesen Rosenblättern, die ist so schön. Also, ja. Ich weiß noch nicht so, worum es geht. Ich lasse mich überraschen. Das 10. Buch dieses Hauls ist von Lainey Taylor, Band 2, der Zwischen den Welten Trilogie, und zwar Days of Blood and Starlight. Und ja, ich kann das noch nicht auswendig. Das ist dieses wunderschöne Exemplar hier, das kennt ihr bestimmt. Ich habe ja im letzten Neuzugänge-Video schon Band 1 und Band 3 gekauft gehabt und demnach hat mir Band 2 gefehlt. Das ist übrigens nicht schief gelesen, Gott sei Dank. Ist in 1A Zustand von, ich habe keine Ahnung, Rebuy oder Medimobs, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich direkt jetzt vollständig und ich freue mich schon sehr drauf, wobei ich noch nicht weiß, wann ich sie in Angriff nehme, weil sie doch sehr, sehr viele Seiten hat. Und ich weiß nicht. Mal gucken. Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen. Auf jeden Fall freue ich mich drauf. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich die Witch-Mangas bzw. Comics, wie auch immer man sie jetzt nennen möchte, sehr, sehr, sehr liebe. Die aber unverschämt teuer sind. Und ich habe auf eBay dann eine Quadrologie gefunden, von der ich eigentlich dachte, das wäre Mangas. Sind es aber nicht. Und zwar heißt es Witch, die zerbrochene Kugel, ist wie gesagt eine Quadrologie, allerdings ohne Bilder. Also kein Manga, sondern halt, ja, ein ganz normales Buch mit so circa 130 Seiten. Warum muss mein Nachbar jetzt gerade bohren oder was auch immer er tut? Immer dann, wenn ich drehen will. Ja, das ist auf jeden Fall Band 1, der steinerne Falke. Sieht so aus. Sieht eigentlich ganz schön aus, muss ich sagen. Hätte neu 10 Euro gekostet, also 9,90 Euro. Band 2, die Krallen des Adlers. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gezahlt hatte. Ich glaube, ich habe 13 oder so gezahlt. Ich blende es euch ja eh ein. 13 oder 17 oder so für alle 4. Von daher super Preis.
Band 3, Der Schatten der Eule. Und Band 4, Der goldene Phönix. Uah, mein Stapel fällt um. Ja, das sind auf jeden Fall die 4 Witch-Bücher. Und weil der Übergang so schön war, kommen wir jetzt zu den Mangas, die ich mir gekauft habe. Zum einen die 2 Vorbestellungen. Einmal von Rino Mitsuho, die Schokohexe Band 11. War vorbestellt, habe ich noch nicht angefangen, weil es noch läuft. Ihr kennt mich, glaube ich, inzwischen. Und von Emma Toyama, ich habe keinen blassen Schimmer, wie man das ausspricht. XXMe Band 17 mit dem bisher leersten und ruhigsten Cover irgendwie. Es sieht so romantisch aus. Es ist jetzt womöglich mal einer der letzten Bände. Nee, es geht noch weiter, gell? Nö, es sieht aus, als würde es noch weitergehen. So, das waren die 2 Vorbestellten. Und wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, war ich auf der Dokomi in Düsseldorf. Und da waren wir dann im Japanviertel und da hat es auch einen Manga-Laden gehabt, bei dem ich ein bisschen ausgerastet bin. So wie jetzt gerade. Nein! Es hat einen Knick. Oh nein! Nein! Warum? Wieso drehe ich dieses Video? Jetzt ist mein Manga kaputt. Ich kriege die Krise. Nein! Es hat einen Knick. Wieso? Bevor ich anfange zu weinen. Es geht um March Story, der jetzt leider etwas demoliert ist. Ich fand den Zeichenstil total interessant. Es ist ab 16 und ich kann es auch wirklich nur ab 16 empfehlen. Ich habe mir gleich alle gekauft, das ist Band 2. Sehr süß, der Zeichenstil übrigens. Band 3. Band 4. Und Band 5. Und im Endeffekt geht es da um March. Das ist ein kleines Mädchen, das sich aber als Junge verkleidet. Deswegen sieht es da ein bisschen männlicher aus. Und in der Welt von March gibt es Dämonen, die Ill genannt werden, die sich in schönen Gegenständen verstecken. Und Menschen, die natürlich ihre Finger nicht von diesen Gegenständen lassen können und demnach einen schwachen Charakter haben, die werden von diesen Dämonen ergriffen und töten dann rund um sich herum auch Menschen, je nachdem, was für ein Dämon es eben ist. Und sobald der Dämon im menschlichen Körper einen anderen Menschen getötet hat, ist dieser Mensch, also die Seele des Menschen verloren und er kann nur noch getötet werden. Solange noch kein Mord passiert ist, kann man den Menschen noch retten. Und March hat halt die Aufgabe, besagte Menschen zu retten bzw. die Dämonen zu töten. So, der Chef von ihr ist praktisch ein wie auch immer, ihr wisst, was ich sagen wollte, Händler und so. Hessenswort. Ich komme nicht mehr drauf. Egal. Und zudem bringt sie dann halt die entfluchten Gegenstände und der verkauft sie dann wieder. Sehr praktisch. Und man erfährt innerhalb der 5 Bände natürlich auch sehr viel über sie, warum sie sich verkleidet, was in ihrer Vergangenheit passiert ist und wieso sie eigentlich so übermächtig ist. Und es sind alles Einzelgeschichten, die aber irgendwie zusammenhängen und die auch zusammenlaufen zum Schluss. Und diese... Oh, der Zeichenstil, die Geschichte, diese Einzelgeschichten, es ist einfach alles so geil. Ich habe dem ganzen Manga 5 Sterne gegeben. Ich liebe ihn. Er war so toll. Ich hatte die ganze Zeit entweder Tränen vor Rührung oder Traurigkeit in den Augen oder Gänsehaut, weil es so gruselig war. Also immer so ein Hin und Her und es war so geil. Also der beste Manga, den ich seit langem gelesen habe. Umso mehr ärgere ich mich jetzt, dass ich ein Eselsohr reingemacht habe. Ich kann es euch jedenfalls nur empfehlen, ab 16, vielleicht auch ab 14, falls jemand da schon auf Horrorfilme und so steht, dann macht das nichts mehr. Es ist halt sehr blutig, viel nackte Haut und schon ein bisschen schaurig. Also ja, ab 14, 15, 16 rum, aber nicht früher. Und als letztes habe ich mir noch einen Manga Shuba besorgt, den ich schon länger im Auge hatte. Ich weiß nicht mehr, wer es mir empfohlen hat, auf jeden Fall irgendeine YouTuberin, die ihre Manga-Sammlung halt immer zeigt und ihre Manga-Neuzugänge und so weiter. Und zwar geht es da um Ame und Yuki, die Wolfskinder.
wäre eigentlich überhaupt nicht mein Ding gewesen, weil es mir eigentlich zu niedlich gezeichnet ist. Aber von allen, die diesen Manga kennen, habe ich nur gehört, dass er so gut sein soll und so süß und so schön gezeichnet, dass ich mir den Schuber dann halt mitgenommen habe, weil ich hatte ihn dann vor der Nase und ich wollte ihn sowieso, habe eigentlich nicht mehr dran gedacht gehabt vorher. Und deswegen habe ich ihn mitgenommen. Ist von Tokyopop. Ich zeige euch nochmal kurz die Cover. Das ist Band 1 jetzt. Da sind sie halt noch Babys. Band 2, da sind sie Kinder. Und Band 3, da sieht man jetzt bloß die vorne drauf, aber hinten sieht man, dass sie dann etwas älter sind, also vielleicht so 17 oder so. Ja, und in dem Schuber waren dann auch noch 3 Postkarten drin. Einmal die hier, mal gucken, dass ihr das scharf seht. Die. Und die hier. Den Zeichenstil finde ich eigentlich ganz schön, auch wenn er ein bisschen zu schlicht ist. Ihr seht ja an March Story, dass ich es ein bisschen extravagant mag. Aber ich hoffe, es ist wirklich so gut und so süß, wie alle sagen. Und ich freue mich drauf. Ihr bekommt auf jeden Fall eine Rezension, sobald ich es gelesen habe. Und ja. Und zu guter Letzt mein 25. bzw. 49. Neuzugang im April. War so ein kleiner Fail, bzw. ich war einfach neugierig und wollte gucken, was das ist. Und auf Rebuy hat das Ganze 1 Euro irgendwas gekostet, also 1 Euro eigentlich. Und auf Mediawops war der Preis für dieses Ding bei über 300 Euro. Und ich habe keine Ahnung, wieso. Ich habe es mir dann einfach mal mitbestellt bei Rebuy. Und zwar geht es um den WoW-Atlas zu Wrath of the Lich King. Ja, ich konnte mir darunter nichts vorstellen. Aber im Grunde sind es einfach, es ist nur eine Auflistung der Karten. So. Alle, die WoW spielen, wissen jetzt, wo wir uns befinden. Und ja, also eigentlich total unnötig. Ich könnte das Deko benutzen, wenn ich den Platz hätte. Vielleicht verkaufe ich es auch wieder. Ich habe keine Ahnung. Ich war einfach nur neugierig. Also neu gekostet hätte das 14,95. Und ich kann mir nicht vorstellen, wieso sich das jemand für 15 Euro kauft. Das braucht doch nun wirklich niemand. Naja, egal. Ich habe auf jeden Fall jetzt den Atlas. Ich kenne mich in Lich King eh nicht so aus. Also in Nordend. Ich wollte gerade immer nur... Ich wollte gerade Eisend sagen. Wieder Eiskronen-Zitadelle. Ich soll es aufgeben. Ich kann nicht mehr reden. Jedenfalls, ich habe es mir gekauft. Man braucht es nicht. Ich werde mir die anderen nicht kaufen. Ja, fail. So ihr Lieben, ihr habt es geschafft. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Wie immer, lasst mir Kommentare und eure Meinungen da. Und ansonsten viel Spaß beim Lesen. Bleibt fit, genießt das Wetter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und vergesst nicht, in die Infobox zu schauen, denn da schreibe ich immer jedes Buch fleißig auf. Und es wäre ja schade, wenn ich das umsonst mache. Deswegen ja, in die Infobox gucken, Kommentare schreiben und bis bald. Tschüss!